hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein XXL Avon Beauty Haul. Wenn du also wissen möchtest, was ich Schönes eingekauft habe, welche Angebote ich mir ergattern konnte, dann bleib doch einfach dran. Ich bin Avon Beauty Beraterin und damit ich die Produkte selber weiterempfehlen kann an meine Kunden, muss ich sie testen. Ja, also wenn ich vorher nichts getestet habe, dann kann ich auch nichts weiterempfehlen. Das ist so quasi mein Credo und deswegen bestelle ich Produkte, um sie zu testen, um ein Video darüber zu machen. Es gibt bei Avon Produkte, die bei mir überhaupt nicht funktionieren. Es gibt aber natürlich auch Produkte, die funktionieren und das gebe ich dann auch so weiter. Avon hat eine breite Palette an Produkten, also die haben über 3000 Artikel im Sortiment. Ob es Duschgele sind, Shampoos, dekorative Kosmetik oder auch Fashion, Taschen, Socken, keine Ahnung, Pyjamas, alles ist dabei und natürlich werde ich jetzt nicht die ganzen 3000 Artikel bestellen, aber trotzdem einfach das, was mich persönlich interessiert, wofür ich mich persönlich begeistern könnte, wenn es dann funktioniert. Genau, und das kann ich dann weiterempfehlen. Und diesen ganzen Haul, den ich jetzt hier habe, das ist ein Haul aus dieser Kampagne. Das ist die Kampagne C14 und als Avon-Beraterin bekommt man auch die Möglichkeit, bestimmte Produkte zum günstigeren Preis zu bestellen. Und die sind auch hier mit drin in diesem Haul. Und wenn ihr so ein bisschen stöbern wollt, gucken wollt, was Avon überhaupt hat in seinem Sortiment, dann guckt einfach in der Infobox, da habe ich meinen Shop verlinkt. Da könnt ihr einfach mal schauen, was es so gibt. Bei jeder Bestellung gibt es immer einen Katalog mit dabei. Im Katalog, da sind für ganz viele Parfüms und Cremes auch Reibeflächen hinterlegt, wo man dann dran schnuppern kann. Das ist der Vorteil von so einem Katalog, den man in den Händen hält. Es gibt aber auch eine E-Broschüre, wo man dann auch noch mal zusätzliche Angebote bekommt. Und die E-Broschüre kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Ansonsten gibt es bei mir immer eine Probe dabei und wenn es Sonderwünsche gibt, werden die natürlich auch von mir gerne erfüllt. So viel zur Eigenwerbung. Jetzt kommen wir zu den Produkten. Und zwar habe ich für mich bestellt, für meine ganze Familie, für meine Verwandtschaft und es sind auch Kundenbestellungen dabei. Das heißt also, ich werde die Produkte jetzt nicht alle öffnen können, aber ich kann sie wenigstens in die Kamera halten und damit ihr einfach einen Überblick habt, was man bei Avon bekommen kann. Ich werde versuchen, die Preise einzublenden. Ja, also es sind halt die Preise, die aktuell in dieser Kampagne gültig waren. Die Kampagne ist jetzt schon vorbei. Jetzt ist die Kampagne 15 am Start und auch aus dieser Kampagne konnte ich mir ein paar Dinge sichern und da werde ich euch einfach mal die Preise einblenden. Bald ist ja Weihnachtszeit, ja, also lange ist es nicht mehr hin und deswegen gibt es jetzt Sets zu bestellen. Es sind Duftsets und wenn man die vom Preis her vergleicht, kommt man günstiger weg, wenn man die Produkte im Set kauft als einzeln. Das sind jetzt zum Beispiel Parfümsets, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und das hier, das ist ein Set, das muss ich mal eben selber lesen, Her Story, also ihre Geschichte. Und da ist ein Parfüm mit drin und da ist auch ein Taschenspray mit drin und eine Körperlotion, genau, in dieser Duftrichtung. Wie riecht es? Das kann ich euch auch zeigen, weil ich habe ja diese Kataloge, wo man daran schnuppern kann. Falls jemand einen Katalog haben möchte, schreibt mir gerne in die Kommentare, dann werde ich mich bei euch melden. Und dann schicke ich euch den Katalog zu. So, ich habe hier eine Reibefläche für diesen Duft und es riecht wirklich sehr, sehr schön. Angenehm, sehr süßlich, blumig und es ist ein stimmungshebender Duft mit der Leidenschaft von Rosa, Pfeffer, der Raffinesse von Irisblüten und dem starken Charakter von Patchouli, der die innere Kraft jeder Frau verstärkt. Das nächste Geschenkset, das nennt sich Tenderness
Und da ist das Parfüm Attraction drin, die Bodylotion und das Taschenspray. Und vom Duft her, ich reibe mal eben wieder dran, vom Duft her ist es ein eher eleganterer Duft für Sie. Und da ist drin Brombeere, anziehender Moschus und Vanilleamber. Kommen wir zu diesem Set. Das Set nennt sich Love That Lasts Forever. Und da drin sind enthalten das Parfüm TTA Today. Nennt man das so? TTA Today. Genau, TTA steht für Today, Tomorrow und Always. Und da drin sind enthalten ein Parfüm, ein Taschenspray und dann noch ein Bottich mit duftender Körpercreme. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe jetzt nicht daran geschnuppert, aber ja, es handelt sich eher um einen klassischeren Duft. Und da drin sind die Duftnoten Schmetterlingsblüte, Hibiskusblätter und Seidenmoschus enthalten. Das nächste Set, das habe ich für Männer gekauft. Männer, ja, manche Frauen bestellen auch Männerparfüms bei Avon und ja, ich habe mir gedacht, es ist immer gut, da was parat zu haben. Und zur Not kann ich jetzt auch meinem Mann schenken. Und zwar habe ich hier Close Nest. Da ist das Attraction Parfüm drin für den Mann. Also es gibt einmal für die Frau und einmal für den Mann. Und da ist drin enthalten, jetzt muss man eben selber schauen, das Parfüm, Shampoo und Duschgel. Das ist also ein eine Tube zusammen und dann einmal eine Aftershave Lotion. Ja, ja, es riecht sehr elegant. Also es ist eher ein eleganterer Duft für den Mann. Eher ein Mann in Anzug, kann man das so sagen. Und es riecht wirklich sehr, sehr gut, sehr anziehend. Genau, und Duftnoten sind schwarzer Pfeffer, grüne Kräuter und markantes Leder. Das nächste Set ist Happiness für ihn. Und zwar Happiness That Lost Forever nennt es sich. Und das ist quasi die männliche Version von TTA Today. Und da drin sind enthalten ein Parfüm, also ein Eau de Toilette Spray und ein Shampoo-Duschgel. Genau, und ja, wie es duftet, kann ich leider auch nicht sagen, aber es duftet bestimmt sehr, sehr gut. Ich finde, fast alle Männerparfüms riechen sehr, sehr gut und sehr anziehend. Und hier steht, es ist eher für elegante und romantische Männer. Das ist ein Set, es nennt sich Charme und da drin ist enthalten ein Parfüm. Und zwar Rare Pearls. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da ist ein Parfüm drin und eine Körperlotion. Und die Duftnoten, das sind Magnolie, Rosenholz und Sandelholz. Das waren die Duftsets, die ich mir gekauft habe. Aber ich habe mir auch einzelne Düfte geholt. Und zwar einmal, was ich gerade eben erwähnt habe, Rare Pearls. Das ist ein Parfüm, ja, ohne Parfüm und da sind 50 Milliliter drin. Dann habe ich gekauft Rebel and Diva von Avon. Da sind auch 50 Milliliter drin und es riecht wirklich sehr, sehr weiblich. Ich kann daran mal schnuppern. Oh, ja, also das ist auch ein ganz schöner, auch eleganter Duft. Da ist rosa Pfeffer drin, Magnolie, Akkord von Sorted Caramel, Karamell und Popcorn. Es riecht aber nicht nach Popcorn. Also das wäre zum Beispiel auch ein Duft, der zu mir passen würde. Sehr schön. Dieses Parfüm habe ich auch bestellt. Und zwar nennt es sich Rare Gold. Es ist ein Eau de Parfum, da sind 50 Milliliter drin. Und es ist ein opulenter und luxuriöser Duft, der vor üppigen Orangenblüten, Bergamotte und kostbarem Bernstein nur so sprüht. Das steht auf der Verpackung hinten drauf.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich meine, ich habe da schon dran geschnuppert, sonst hätte ich nicht bestellt. Aber ich finde die Reisefläche gar nicht im Moment. Und das nächste ist Artistik für den Mann, denke ich. Ambre Ardent de Parfum. genau, und es ist ein Duft, jetzt müssen wir eben schauen. In diesem Parfüm sind folgende Duftnoten enthalten: Amber, Stechapfel und Gewürze. Und es riecht tatsächlich so ein bisschen süßlicher. Ja, es riecht wirklich sehr, sehr gut, aber es ist halt so ein bisschen mehr ins Süßliche gehend. Zur Verlosung mal eben zwischendurch. Diese drei Sets stehen zur Auswahl. Die könnt ihr gewinnen. Ihr dürft euch aussuchen, welches ihr haben wollt, wenn ihr gewinnt. genau, also wenn ihr an dieser Verlosung teilnehmen wollt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, und zwar welches ihr gerne gewinnen wollen würdet. Es gibt nämlich einmal das Set Charm, also C-H-A-R-M, Charm. Dann gibt es einmal das Set Inspiration und dann gibt es einmal das Set Tenderness. Schreibt mir einfach, welches Set ihr gerne haben wollt, beziehungsweise ihr gerne gewinnen wollt. Und dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, weil das ist eine Verlosung unter meinen Abonnenten, unter meinen Zuschauern, die sich dafür interessieren. Und ein Däumchen nach oben wäre natürlich auch ganz, ganz schön. Alle weiteren Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox. Alle Düfte sind weg. Jetzt kommen wir zur pflegenden Kosmetik. Das Ding ist, dass die Produkte von Avon überhaupt nicht teuer sind. Also man bekommt da wirklich gute Qualität zu einem günstigen Preis. Und wenn ich mir so die Bestellung ansehe, ja, also es sieht nach viel aus, aber es hat halt nicht so viel gekostet, wie man vielleicht denkt. Genau, fangen wir einfach an mit diesem hier. Das ist von der Reihe Avon Sense. Eine Duschcreme, ja, da sind 720 Milliliter drin. Und was ich gut finde, ist hier dieser Pumpspender. Das heißt, ich kann das also in die Dusche reinstellen und ja, ne, ganz praktisch, ich muss nichts öffnen, ja, keinen Deckel öffnen, sondern einfach drauf drücken und schön einschmieren. Ich finde die Idee sehr gut. Das ist Pampering Divine Time Vanilla and Sandalwood. Genau, dann machen wir weiter mit Duschgel, und zwar ist das von Avon Sense, und das ist die Duftrichtung Aloha Monoi. Das habe ich mir sofort bestellt, weil ich einfach den Duft von der Tiare-Blüte sehr, sehr mag. Und da ist auch noch Kokosnussduft drin, und in Kombination riecht es wirklich sehr, sehr schön nach Urlaub. Was ich auch sehr ansprechend fand, ist das hier. Und zwar ist das mit Pfirsichduft. Es ist ein Shower Oil mit weißer Pfirsich und der Vanilleorchidee. Ja, es riecht wirklich sehr, sehr schön nach Pfirsich. Es ist eine sehr, sehr schöne Duftkombination. Genau, das ist dann auch für mich. Da sind 250 Milliliter drin. Genau, ein Set habe ich gekauft, und zwar ist das ja, ein Winterset, das ist auch limitiert. Genau, da ist eine Bodylotion drin, und zwar mit Avocado. Also der Feuchtigkeitsspender kann man auch einzeln besorgen, kaufen. 400 Milliliter sind drin. Dann haben wir hier eine Allzweckcreme auch mit Avocado, und auch hier sind 400 Milliliter drin. Dann gibt es noch eine Handcreme. Hier ist sie, eine Handcreme, auch mit Avocado für extra trockene Hände. 75 Milliliter sind drin, und dann haben wir hier ein Lippenbalsam. Bleiben wir bei den Handcremes. Auch da gab es ein kleines Set, fand ich auch sehr praktisch und auch von der Optik her sehr hübsch. Da sind diese drei. Und zwar ist das eine Feuchtigkeits-
Handcreme mit Joghurt und Honig. Dann haben wir einmal mit eine reparierende Creme mit Kokosnussöl, also Kokosnussöl für extra trockene Hände, und eine normale Handcreme mit Glycerin. Da sind jeweils 30 Milliliter drin, also sehr, sehr praktisch zum Mitnehmen. Dann haben wir hier eine Bodybutter, also ein richtig schöner großer Pott, kann ich euch gerne mal zeigen. Und der ist nämlich eingepackt in so einem Wegglas. Fand ich total schön. Es ist eine wunderschöne Idee zum Verschenken. Da ist Shea-Butter drin. Und ja, ist halt für den ganzen Körper geeignet, ne? Körperbutter. Und auch so, die Verpackung finde ich sehr schön als Geschenk. Und das ist die Reihe Planet Spa. Ich bin von Planet Spa sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Planet Spa hat auch verschiedene Sachen quasi in ihrer Reihe oder in seiner Reihe. Und hier habe ich zum Beispiel eine Gesichtsmaske von Planet Spa. Da ist Arganöl drin. Und dann habe ich hier noch eine Handcreme auch von Planet Spa, und zwar mit Lavendel. Ich bin ein großer Lavendel-Fan, deswegen musste ich sie mir auf jeden Fall bestellen. Dann gibt es von Planet Spa noch ein Allzwecköl. Ja, das kann man dann für die Haare verwenden, für den ganzen Körper. Dann habe ich hier von Foodworks, ich habe also auch an die Füße gedacht, von Foodworks eine extrem starke Creme für rissige Fersen. Genau, Extreme Cracked Heel Restoring Cream nennt sie sich. Hier sind 150 Milliliter drin, und dann habe ich hier eine ganz normale Fußcreme für intensive Pflege. Und dazu noch eine Handcreme von Avon Care. Es ist ein konzentriertes Handbalsam und für extrem trockene Haut. Das ist ein Pott, den habe ich als erstes in mein Warenkörbchen gelegt. Und zwar ist das von Avon Care, eine Übernacht-Körperpflege mit Lavendel. Und ich ich mag Lavendel. Es ist auch eine Allzweckcreme, die kann man für das Gesicht auch anwenden, für die Hände und für den Körper. Und ich finde, über Nacht, wenn man sich die Hände eincremt mit Lavendelcreme, dann das beruhigt einen. Lavendel ist ja sehr beruhigend, und deswegen, das war das Erste, was ich eingepackt habe. Dazu hat Avon eine Reihe rausgebracht, und zwar geht es einfach um Handdesinfektion mit Pflege. Also es ist ja so, wenn man sich die Hände desinfiziert, sehr häufig desinfiziert mit Handgel oder Desinfektionsmittel, dann trocknen die Hände sehr schnell aus. Und das hier ist auch ein Handgel im praktischen Pumpspender, und da ist einfach auch eine Pflege mit enthalten. Fand ich wirklich eine sehr gute Idee, dass sie das da mal so ein bisschen überlegt haben. Und hier sind 250 Milliliter drin mit einem praktischen Pumpspender. Und dazu gibt es auch eine Moisturizing Body Lotion. Das ist quasi für empfindlichere Häutchen. Und dann dazu gibt es auch nochmal ein Handgel mit hunderten Milliliter. Und dazu gibt es auch noch ein Handspray, also ein feuchtigkeitsspendendes Handspray. Da sind 100 Milliliter drin. So, jetzt mache ich mal Patt, weil ich meine Kinder abholen muss. Eine Ewigkeit später. So, wieder zurück. Dann machen wir weiter mit den Masken, und zwar habe ich hier drei Stück. Eine ist von Nutraeffect Radiance Booster Sheet Mask mit Grapefruit Extrakt. Dann habe ich hier auch von Nutraeffect die Hydrate Booster Sheet Mask mit Kaktusblüten. Und dann habe ich hier noch eine, Planet Spa natürlich. und zwar ist das eine Folienmaske, meine ich. Glow Mask. Wahrscheinlich für einen strahlenden Ton.
Dann machen wir weiter mit einer Maske, also mit einer Maske zum Aufschmieren, Aufcremen. Und zwar ist es so, dass sie die Haut erwärmt. Also das ist eine Warming Peel Maske aus der Reihe A-New. Und sie erwärmt die Haut in Verbindung mit Wasser und öffnet die Poren, um die Haut zu exfolieren und Verunreinigungen zu entfernen. Es ist quasi eine Thermopeeling-Maske mit Vitamin C. Dazu habe ich noch ein Set bestellt aus dieser gleichen Reihe. Und zwar ist hier in diesem Set drin ein Gesichtstonikum und dann noch das revitalisierende Serum. Genau, beide mit Vitamin C. Bleiben wir bei dem Gesicht. Hier ist das Micellenwasser von Avon Nutra Effects. Da ist kein Parfüm drin, da sind keine Alkohole drin, keine Sulfate. Und es ist einfach ein Micellenwasser im Großformat. Da sind 400 Milliliter drin. Das finde ich auch sehr interessant. Dazu gehört nämlich ein Micellengelreiniger. Das habe ich auch noch nie ausprobiert, auch von Avon Nutra Effects und auch keine Parfüme, keine Alkohole, keine Sulfate. Und hier ist dann noch ein praktischer Pumpspender. Und außerdem gibt es auch noch das Micellenwasser, aber dann mit einer Ölformulierung. Und ich vergleiche das mit diesem Micellenwasser von Garnier All-in-One für wasserfestes Make-up. Allerdings mit Shea Butter und auch ohne Parfüme und ohne Sulfate. Und hier sind 200 Milliliter enthalten. Was mich persönlich brennend interessiert hat, ist die Hanfölreihe. Und zwar hat Avon Cannabis-Reihe rausgebracht. das ist eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30, da sind 50 Milliliter drin. Dann haben wir hier einen Cleanser, also eine beruhigende Pflege auch. Ja, also Hanföl ist auch sehr beruhigend für die Haut. Und das ist jetzt ein Cleanser, also ein Reiniger, der sich in Verbindung mit Wasser, ja, wenn man das aufträgt, er verwandelt sich dann in Milch. So habe ich das verstanden. Also eine Reinigungsmilch. Und dazu gehört noch eine Hand- und Körpercreme, beziehungsweise ein Hand- und Körperbalsam. Auch beruhigend und hier sind 150 Milliliter enthalten. Avon hat natürlich auch Shampoos im Sortiment und diese Reihe soll wohl sehr, sehr gut sein. Allein aus dem Grund, weil der Duft sehr lange in den Haaren bleiben soll. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es demnächst auch tun, um mitreden zu können. Und zwar habe ich hier ein Shampoo, einen Conditioner und ein Leave-In-Spray. Und in diesen beiden Tuben sind 250 Milliliter drin. Hier sind, wie viel sind hier drin? 100 Milliliter in diesem Spray. Und das ist speziell eine Reihe, Loss Control nennt sie sich, spezialisiert auf Haarausfall. Ja, dass man Haarausfall so ein bisschen unter Kontrolle bekommt, wenn man denn darunter stark leidet oder auch ein bisschen leidet. Im Winter ist es bei mir tatsächlich so, dass ich mehr Haarausfall habe als im Sommer und von daher werde ich das mal austesten. Und diese Reihe nennt sich Advanced Techniques. Dazu gehört dann auch hier ein Haarserum mit Moroccan Argan Oil und dazu gehört auch noch ein Feuchtigkeitsserum. Also es gibt es gibt für verschiedene Haarstrukturen Shampoos und es gibt verschiedene Düfte und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die so sind. Das Gröbste haben wir geschafft. Was noch übrig bleibt, ist dekorative Kosmetik. Hier fangen wir auch mit einem Set an und zwar ist das Set Emporia.
Emporia. Es ist ein Make-up-Set. Das heißt, hier ist eine Wimperntusche mit drin, die Euphoria, genau, und hier ist auch ein Lippenöl mit drin. Ich habe hier noch ein Taschenspray für Sie von dem Duft Maxima. Da sind 10 Milliliter enthalten in jedem Taschenspray. Dann habe ich hier noch eine Mascara von oder aus der Reihe Luxe. Und muss ich austesten, ich weiß nicht wie sie ist, soll Volumen zaubern und die soll auch sehr gut sein. Das ist die Aventure 5-in-1 Lash Genius Mascara. Also das ist eine Mascara in Brown Black. Habe ich die in Brown Black bestellt? Keine Ahnung, ich muss nicht mal gucken. Genau, das ist eine Mascara, die halt auch sehr viel Pflege mit enthält und die Wimpern dann nebenbei auch noch pflegt. So, Lippenstifte durften auch nicht fehlen und zwar hat mich brennend interessiert die der Power Stay Lippenstift, weil er auch, also es ist ein ganz einfacher Lippenstift, es ist kein Liquid Lipstick, es ist ein Lippenstift und der soll wirklich auch sehr langanhaltend sein. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe einmal die Farbe Cherry und die Farbe Ultraviolett. Darüber werde ich auf jeden Fall eine Review machen. Vielleicht habe ich ja den Heiligen Gral gefunden. Und dann habe ich noch hier zwei Lippenstifte auch. Ja, das ist ein einfacher Lippenstift, also Aventure-Reihe. Es ist ein matter Lippenstift. Ich glaube nicht, dass der jetzt speziell dafür gemacht wurde, langanhaltend zu sein, aber ja, die Farben wollte ich einfach mal ausprobieren. Einmal Berry Blast und einmal Ruby Kiss. Dann wollte ich unbedingt eine Augenbrauenpalette ausprobieren. In der Nuance Medium Dark. Ich kann sie gerne für euch öffnen, weil sie ja für mich gedacht ist. Es ist ein Trio, also eine Palette mit drei verschiedenen Farben. Und hier ist oben auch noch eine Anleitung, wie man denn diese Farben auftragen soll. Es ist kein normales Augenbrauenpuder, sondern es ist ein Puder, was einen Ombre-Look verleiht. Habe ich auch noch nie gehört. Werde ich gerne austesten. Da bin ich ja mal gespannt. Erstens, ob die Farbe für mich überhaupt passt. Und zweitens, wie das aussehen soll mit diesem Ombre-Verlauf. Jo, da waren noch Proben dabei, die ich dann an meine Kundinnen weitergeben darf. Und dann, da bin ich auch sehr gespannt, und zwar auf Nagellack. Dieser Nagellack, ja, eigentlich wollte ich was anderes haben. Eigentlich wollte ich gerne den Überlack haben, der angeblich, ja, ich weiß es nicht, ja, den man über den normalen Nagellack drüber streichen soll und der soll den Nagellack bis zu 7 Tage haltbar machen. Wollte ich haben, war ausverkauft und ich hoffe, das ist jetzt in der aktuellen Kampagne C15 wieder erhältlich. Wenn ja, dann werde ich mir mehrere davon sichern. Das ist ein Gelschein-Nagellack in der Farbe. Ich wollte einfach nur ein Schwarz haben, weil mein Schwarz aufgebraucht wurde von mir. Genau, ich denke mal, das ist ein Schwarz. Eclipse heißt der, glaube ich. Eclipse. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich suche immer nach Nagellacken, die ich, ja, die einfach länger halten, die ich nicht jeden Tag neu, ja, neu auftrage. So, das war mein XXL Aaron Beauty Haul und ich werde die Sachen jetzt einsortieren, einräumen, an Kunden verschicken, selbst austesten und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
jetzt kann ich sie einräumen. Nee, ich muss eine Nahaufnahme machen. Ah!